Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TFT. Ja, das ist jetzt mein viertes Spiel. Gestern sind ja die Server abgebrochen und da habe ich auf, ich nehme mal Lucian, da habe ich auf den PvE-Server gespielt und habe sogar gewonnen. Natürlich hat OBS das nicht aufgenommen. Das war ein bisschen dämlich. Naja, okay. Ich habe nämlich eine ziemlich krasse Combo gemacht. Und zwar eine Level 3 Kindred und Level 2 Keil. Und noch dazu vier Fernkämpfer, also ich glaube 65% Chance, die Angriffsgeschwindigkeit zu verdoppeln. Und das ist halt schon ultra heftig. Und ich habe die Kindred so geboostet, dass sie ja, dass sie nach 5 Sekunden oder 6 Sekunden ihr Ulti machen konnte. Das war schon heftig. Die anderen haben auf Draven gesetzt und das war, ich fand, einer der besten Draven-Counters. Natürlich kann ich das jetzt nicht. Also, ich werde versuchen, das nochmal zu spielen, aber jedes TFT ist komplett anders. Und deswegen werden wir jetzt mal versuchen, trotzdem mal auf Kindred und Bogenschützen und so zu gehen. Aber versprechen kann ich nicht. Gut, das ist schon mal. Ja, okay, Schutzengel brauchen wir jetzt nicht. Wenn der Schutzengel braucht, ist eigentlich das Team schon tot. Normalerweise. So, Revolverheld, nehmen wir den da. Dann haben wir hier schon mal doppelter Angriff. Das ist schon mal ganz gut. Ja, hier ist auch nochmal ein Revolverheld. Grace mag ich. Ja, der hat auf jeden Fall. Also, der ist total unterschätzt. Da habe ich einen gesehen, der hat den zum Assassinen gemacht. Der ist also in mein Team gesprungen und der macht ja flächendeckend. Und der hat mich hier richtig auseinandergenommen. Das war super. So, Red Buff. Ist natürlich auch super. Warte mal. Ich muss mal kurz schauen, was. Warte mal. Erstmal hier den hochpumpen. Ich schau dann gleich, was die. Was die beiden machen. So. Oh Mann, jetzt habe ich das. Jetzt habe ich das Fenster geschlossen. Oh Mann. Warte, ja, warte, dann. Egal, wir schauen später. Das da mag ich sowieso am liebsten mit der Träne. So, erster Gewinn. Erster Sieg. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir schauen. Also, der hat schon mal einen Blitzcrank. Weiß nicht, warum der den nicht aus. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Eis bringt uns gerade nichts. So, jetzt schon hoch. Eins hoch und dann noch ihn drauf. Machen wir. Das machen wir. So. Das läuft ja schon ganz gut. Also, Graves ist ja sowieso. Ja, nicht so wichtig.
Hauptsache, wir haben den Sieg. So, jetzt habe ich mal geschaut, es gibt die rote Aura. Also ja, quasi das, also die beiden zusammen geben dann den Verbündeten Attack Speed, was auch sehr, sehr attraktiv ist. Die dann nehmen wir natürlich. Weil Vayne ist sowieso immer sehr, sehr gefragt. Und jetzt sparen wir. Warte mal, schauen, was der da hat. Okay, der geht total auf Graves. Deswegen ist es ganz gut, dass wir den jetzt gepickt haben. Weil, also, die Champions sind bei jedem, die sind in einem Pot. Und wenn ich die beiden nehme, dann kann er die nicht mehr nehmen. Wenn ich die verkaufe, dann sind sie wieder im Pot drin. Und deswegen stört mich das eher auch, das da hat. Und es stört mich, dass er mich besiegt. Okay, er hat den Nobel-Buff und zwei Zweier. Ich habe, glaube ich, nur einen Zweier, ne? Glaube ich. Aber dann bin ich nicht ganz zuletzt. Gut, was ist für uns attraktiv? Also die Träne ist weg. Dann nehmen wir mal. Ja, Vayne, das Item ist hässlich. Das ist nicht gut. Na, egal. Aber den Champion brauchen wir. Aber sonst, in die Items sind auch Müll. Also, wir hätten noch ihn nehmen können, weil der gibt mehr Geld als die Vayne. Also, wenn man sie dann verkaufen würde. Hier brauchen wir wirklich gar nichts. Da brauchen wir nichts, dann sparen wir und. Warte mal. Okay, dann holen wir uns Graves. Garen, Entschuldigung. Weil der eine hat Level 2 Garen geholt. Ja, gegen ihn werden wir auch verlieren. Das ist das Item, was man bekommt, wenn man die beiden zusammentut. Gut, dann gehen wir mal auf Losing Stream. Okay. Ist auch in Ordnung. Also am Anfang bekommt man zum Glück nicht so viel Damage. Level 2 Graves. Ich bin gerade unschlüssig. Es gibt das Bluttester. Ja, doch, doch. Doch, doch. Nobel haben wir jetzt zwei. Jetzt haben wir auch noch Nobel. Das sollte besser sein. Ah, wir wollten ja auf verlieren gehen. Ja, vielleicht verlieren wir. Ja, wir verlieren auch. Okay, jetzt die nächste Runde ist wieder Minions. Ja, der hat jetzt auch Lucian genommen. Dieser Frechdachs. So. Varus ist immer wichtig. Also ist auch ein Bogenschütze. Vayne, super. Das wollte ich. Das ist auch super. So, noch dreimal Mordekaiser. Mordekaiser und Kindred zusammen sind auch ultra gut. Richtig gut. Weil die sind beide Phantomen. Und dann
verfluchen sie zu Beginn einen Gegner, also zufällig, auf 100 Leben nur noch. Und das kann halt richtig lucky sein, und der Carry von denen sein. Ach komm, gib mir doch mal ein bisschen Items. Bitte. Oh. Egoist. Wir sparen. Wobei, die können wir noch mitnehmen. Ja, umstellen nicht vergessen, das vergesse ich nämlich jedes Mal. Die tauschen mal, der ist sowieso schneller, also wendiger als sie. Und er ist nur Level 1. Warte. Ah, naja, egal. Der hat auch nur zwei Level 2er, das ist vorteilhaft für mich. Das ist nicht vorteilhaft für mich, weil er schießt nämlich schneller. Ja, schneller schießen ist wichtiger oder stärker als viel Damage. Also am Anfang. Wir könnten überlegen, auf... Nee, warte, wir machen jetzt... Wir sparen nur. Und hier, wenn wir Glück haben, können wir zuerst dran. Na okay. Wir kaufen den und dann sparen wir. Weil ob wir jetzt 24 oder 21... Hauptsache über 20. Ja, gegen den verlieren wir auch. Hier, Wayne braucht auf jeden Fall Angriffsgeschwindigkeit. Auf jeden Fall. Auf was geht denn der erste? Warte, das sieht man gerade nicht. Ah, okay. Auf Noble und Ding. Ah, yeah, das ist gut. Jetzt können wir den da verkaufen, damit wir auf 30 sind. So, hier sind meine Fernkämpfer. Das müssen wir jetzt auch noch verlieren. Naja, wobei, ist eigentlich egal, weil, also, das verlieren wir auch. Der hat zweimal Craves. Okay. Der hat sich festgebeugt. Oder hat er sich festgebeugt? Ah, schon Level 3 Tristana. Okay, dann kann ich die verkaufen. Gut, 55. Wir sind noch über 50, das ist gut. So, wir sind zuerst da. Oh Gott. Wir gehen auf Ash. Das Item ist zwar auch nicht gut, aber hier sind... für uns sind jetzt da wirklich keine dabei, die wirklich ultra gut waren. Also, Vayne hätte ich gehen können, klar. Aber ich wollte noch ein... Also, ich wollte die Ashe noch als nächsten Fernkämpfer. Dann löse ich die Revolverhelden ab und gehe auf... Revolverheld.
Nee, das ist Schwachsinn. Ah, das war Schwachsinn. Naja, gut, wir machen einfach weiter. Hier, Niederlagen, Strähne haben wir plus 2. Das ist in Ordnung. Ah, das war gerade der Müll, was ich gemacht habe. Ersparen. Ja, ah, Craft können wir verkaufen. Wobei, nee, der andere hat ja zweimal. Der braucht den da, um Level 3 Craft zu bekommen. Das wollen wir natürlich nicht, dass er das bekommt. Wollen wir die da? Ja. Dann tauschen wir die nochmal. Dann. Ja, machen wir das da trotzdem nochmal. Warte, so. Was gibt es? Roter Buff. Ja, komm, roter Buff. Das machen wir jetzt nochmal, damit wir den Noble Buff bekommen. Damit wir nicht so viel Damage bekommen. Weil, wenn wir hier niemand mehr besiegen, dann bekommen wir halt richtig auf die Mütze. Ja, 20 Damage. Gut, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir weiter sparen. Also jetzt kommen da erstmal wieder Creeps, das ist gut. Da können wir erstmal sparen und danach schauen wir mal, was uns die Creeps geben. Okay, hier schon mal das da, hier schon mal das da, das ist sehr gut. Dann können wir Level abgehen. Die wechseln mal. So. Jetzt haben wir drei Bogenschützen. Wir brauchen nur noch Kindred und das war's. Noble haben wir drei. Bewahrer. Da ist der Braum auch noch. Eiswesen, die Lux. Die Lux. Die Ash, Entschuldigung. Ich bin mal gespannt, ob wir also die bekommen. Ja, doch. Sehr schön. Das gibt die Combo. Hier Nobel, das ist gut. Genau, das ist der nächste Bewahrer. Aber jetzt haben wir kein Nobel mehr. Okay, super. Moment. Das gibt Spellburn. Okay. Nee, das ist uninteressant für uns. Ah, der hatte die zwei Drachen. Gegen den sollten wir gewinnen. Auch wenn er Level 3 Nidalee hat. Aber die ist dann wieder. Ah, warte mal, der hat uns doch besiegt letztes Mal, glaube ich. Gut. Nochmal Varus. Yeah, Level 3. Yes. Das ist super. Den tun wir weg. Weil der interessiert uns nicht für unser Endprodukt, unsere Endaufstellung. Ah, okay. Der Mentor. Ah, ja. Töte sie, töte sie. Töte sie auch. Danke. Autsch. 18 Leben nur noch. Okay, jetzt müssen wir ausgeben. Jetzt müssen wir ausgeben.
So. Jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht mehr verlieren. Wir könnten auch auf Elementar gehen. Kindred, da ist sie. Gut, das werden wir nochmal verlieren. Genau, jetzt hat er Level 3 bekommen. Oh, okay. Ah, das war sogar fast knapp. Autsch, autsch, autsch. Wir sind letzter. Kai. Wir gehen für die Kai. Sowas von. So, jetzt leveln wir ab. Dann tun wir Lucian raus. Kai rein und Kindred rein. Mal schauen. Also am Anfang sind die noch nicht so stark. Also die werden wirklich erst richtig stark, wenn sie Attack Speed bekommen. So. Dann tun wir die beiden weg. So. Den da raus, Kindred rein. Der da dahin. Hochleveln. Spellburn. So. Ja, aber war zu spät, dass wir die bekommen haben. War zu spät. Gut, naja. Ah, verdammt. War zu spät. 6. Platz. So schlecht war ich noch nicht. Okay, naja.